drüben, warte, ich schicke ihm gerade den Wikipedia-Link zu Pokémon Stadium. Was tun, wenn man ein Plugin für den Unity-Player programmiert und schließlich an den Mann bringen will? Ganz einfach, man baut einfach den kompletten ersten Level eines legendären Spiels aus den 90er Jahren nach und verbaut besagtes Plugin darin. So geschehen mit dem Super Character Controller von Informatikstudent Royston Ross. Der Kanadier hat einfach mal den kompletten ersten Level von Super Mario 64 nachgebaut, um seine Arbeit zu demonstrieren. Der Mann ist aber nicht nur begabt, sondern denkt auch an andere. Jeder mit einer Internetverbindung kann seine Version des ersten 3D Super Mario online zocken. Davon haben gleich drei Fraktionen was. Er selbst, nostalgische Gamer wie wir und Nintendo-Anwälte. Win-win-given sozusagen. Einen Link zum Browser Mario findet ihr natürlich in der Beschreibung. Welchen Klassiker sollte Royston als nächstes nachbauen? Antwortet uns mit einem Kommentar, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, klickt den Abo-Button, wenn ihr euch schon da unten herumtreibt und versucht auf der Arbeit doch Fahrgemeinschaften zu bilden. Ist besser für Umwelt und für Teamgeist. Tschüss!